Danke. Ja. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde Waffen im Informationskrieg. Mein Name ist Alexandra Dornhof und heute haben wir zu Gast Frau Dr. Susanne Spahn. Guten Abend, Frau Spahn. Guten Abend. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben Ja, die liebe Möglichkeit, Zuschauer, Sie Sie haben haben die die Chatliche Möglichkeit, Fragen Sie haben hier die Chatliche versuchen, Fragen hier versuchen, weit es uns Zeit erlaubt, erlaubt, die die Fragen Fragen einzugehen, einzugehen, Fragen Fragen einzugehen, einzugehen, Fragen Fragen einzugehen, einzugehen, Fragen Fragen einzugehen, einzugehen, Fragen Fragen einzugehen. einzugehen. Moment. Ich habe ein kleines Moment. Ich technisches habe ein Problem. kleines Geben technisches Sie mir Problem. eine Ich habe ein Sekunde. kleines Geben Sie mir eine technisches Problem. Sekunde. Geben Sie mir Ja. eine Sekunde. Jetzt Geben Sie mir eine funktioniert's. Sekunde. Jetzt funktioniert's. Super. Jetzt funktioniert's. Super. Jetzt funktioniert's. Jetzt Super. funktioniert's. Genau, Super. Also wir können genau, den Chat also für wir Fragen können nutzen. Den Chat Ich behalte befragen das Ganze nutzen. im Ich behalte Auge das Ganze und im Auge werde und zum werde Schluss zum Auge und werde unseres zum Vortrages Vortrages dann Vortrages versuchen, versuchen, die die Fragen Fragen an an Frau Frau Dr. Dr. Susanne Susanne Spann Spann weiterzuleiten. weiterzuleiten. Ja, Ja, unser unser heutiges heutiges Thema Thema Waffen Waffen im im Informationskrieg Informationskrieg ist ist aktueller aktueller denn denn je. je. Einem Einem EU-Bericht EU-Bericht zufolge zufolge war war Deutschland Deutschland seit seit Ende Ende 2015 2015 mehr mehr als als 700 700 Mal Mal Ziel Ziel von von Angriffen Angriffen russischer russischer Medien. Medien. Zum Zum Vergleich, Vergleich, zu zu Frankreich Frankreich wurden wurden gut gut 300 300 Fälle Fälle gesammelt, gesammelt, zu zu Italien Italien 170 170 und und zu zu Spanien Spanien gerade gerade mal mal 40 40 Fälle. Fälle. Dafür Dafür analysierte analysierte eine eine EAD-Sondereinheit EAD-Sondereinheit öffentlich öffentlich zugängliche zugängliche Medienberichte Medienberichte und und Aussagen. Aussagen. Ganz Ganz wichtig wichtig in in diesem diesem Diskurs Diskurs sind sind natürlich natürlich die die eigentlichen eigentlichen Motive Motive dieser dieser Desinformationspolitik, Desinformationspolitik, die die ja ja ganz ganz offensichtlich offensichtlich Deutschland Deutschland als als Zielscheibe Zielscheibe haben. haben. Damit Damit wir wir uns uns heute heute diesem diesem Thema Thema näher, näher, also also annähern annähern können, können, stellt stellt Frau Frau Dr. Dr. Susanne Susanne Spann Spann ihre ihre kürzlich kürzlich erschienene erschienene Studie, Studie, die die russischen russischen Medien Medien in in Deutschland, Deutschland, wie der wie der russische russische Informationskrieg Informationskrieg und und Desinformation Desinformation Einfluss Einfluss auf auf Deutschland Deutschland ausüben ausüben von von 2020 2020 heute heute vor. vor. Frau Frau Dr. Dr. Susanne Susanne Spahn Spahn lebt lebt als als freie freie Osteuropa-Historikerin, Osteuropa-Historikerin, Politikerin, Politikerin, Politologin Politologin und und Journalistin Journalistin in in Berlin. Berlin. Nach Nach dem dem Studium Studium der der osteuropäischen osteuropäischen Geschichte, Geschichte, Slawistik Slawistik und und Politikwissenschaft Politikwissenschaft an der an der Universität Universität St. St. Petersburg Petersburg und der und der Universität Universität in in Köln Köln folgte folgte 2011 2011 ihre ihre Promotion Promotion über über russische russische Außenpolitik. Außenpolitik. Liebe Liebe Frau Frau Dr. Dr. Spahn, Spahn, lassen lassen Sie Sie uns uns doch doch nun nun gemeinsam gemeinsam tiefer tiefer in in die die Ergebnisse Ergebnisse Ihrer Ihrer Studie Studie einsteigen. einsteigen. Ich Ich übergebe übergebe das das Wort. Wort. Abend. Abend. Vielen Vielen Dank, Dank, dass dass Sie Sie mich mich eingeladen eingeladen haben. haben. Ich Ich freue freue mich, mich, bei bei Ihnen Ihnen zu zu sein sein in in Frankfurt Frankfurt und und bundesweit. bundesweit. Wer Wer sich sich noch noch zugeschaltet zugeschaltet hat, hat, ja, ja, das das Thema Thema Desinformation Desinformation ist ist in in der der Tat Tat sehr sehr aktuell aktuell durch durch den den Bericht Bericht der der EU, EU, die die ja ja mit mit dieser dieser Analyseeinheit Analyseeinheit der der EU-Stratcom EU-Stratcom Taskforce Taskforce das das Ganze Ganze schon schon seit seit 2015 2015 beobachtet. beobachtet. Zu Zu mir, mir, ich ich bin bin da da in in der der Hinsicht Hinsicht sogar sogar schon schon ein ein Jahr Jahr länger länger tätig, tätig, seit seit 2014, 2014, also also praktisch praktisch seit seit Start Start des des deutschen deutschen Ablegers Ablegers des des russischen russischen Auslandssenders Auslandssenders RT RT und und der der Plattform Plattform Sputnik Sputnik News News beobachte beobachte ich ich vor vor allem allem diese diese beiden beiden russischen russischen Staatsmedien. Staatsmedien. Darauf Darauf liegt liegt mein mein Schwerpunkt. Schwerpunkt. Ich Ich beobachte beobachte aber aber auch auch die die anderen anderen russischen russischen Staatsmedien, Staatsmedien, die die in in Berlin Berlin ansässig ansässig sind. sind. Da Da können können wir wir auch auch gerne gerne drüber drüber reden. reden. Aber Aber meine meine Analyse Analyse der der Texte Texte bezieht bezieht sich sich vor vor allem allem auf auf Sputnik Sputnik und und RT RT Deutsch Deutsch beziehungsweise beziehungsweise RT.de. RT.de. Es Es hat hat ja ja Namenswechsel Namenswechsel stattgefunden stattgefunden und und aus aus Sputnik Sputnik News News wurde wurde SNA. SNA. Ja, Ja, der der Titel Titel heißt heißt Waffen Waffen im im Informationskrieg. Informationskrieg. Sie Sie werden werden sich sich natürlich natürlich fragen, fragen, warum warum habe habe ich ich mir mir selber selber ausgedacht? ausgedacht? Nein, Nein, habe habe ich ich nicht. nicht. Ich Ich stütze stütze mich mich da da auf auf russische russische Quellen. Quellen. Allen Allen voran voran die die Zitate Zitate führender führender russischer russischer Journalisten, Journalisten, der der RT-Chefredakteurin RT-Chefredakteurin Margarita Margarita Simonian. Simonian. Und Und die die hat hat im im Jahr Jahr 2013 2013 bereits bereits ein ein wegweisendes wegweisendes Interview Interview gegeben, gegeben, wo wo sie sie ihre ihre Strategie Strategie dargelegt dargelegt hat. hat. Das Das möchte möchte ich ich Ihnen Ihnen jetzt jetzt gerne gerne mal mal zeigen, zeigen, hier hier an an der der Präsentation. Präsentation. Nein.
Ich hoffe, es ist jetzt gut zu sehen. Also hier sehen Sie das Interview mit Frau Simonian, das sie dem Portal Linta.ru gegeben hat im Jahr 2013. Und hier sehen Sie diese Termini Informatione Arugia, also Informationswaffe, die genutzt wird in kritischen Momenten. Und Krieg ist ja so ein kritischer Moment, deshalb ist auch Krieg. Und weiter ist es genauso eine Waffe wie jede andere, verstehen Sie? Und darüber zu sprechen, wofür brauchen wir das? Das ist ungefähr das Gleiche wie zu sagen, wofür braucht man ein Verteidigungsministerium, wenn es keinen Krieg gibt? Also das zu Ihrem Verständnis und der Arbeit der von ihr geführten Auslandssenders RT. Das heißt ja auch, dass sie auch gar keinen Anspruch darauf erhebt, jetzt objektiv zu sein. Das steht schon im Titel. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Interview nochmal hervorgekramt habe. Also eigentlich mit dem Grund, dass ich Ihnen jetzt diese Originalstelle zeigen wollte. Aber habe dann eben zu meiner Freude festgestellt, dass sie in diesem Interview eben auch sehr schön die Strategie darlegt, die RT in seiner Arbeit verfolgt. Und wenn Sie dann jetzt diesen zweiten Absatz schauen, als Simonian weigert sich, Russia Today einen Propagandakanal zu nennen, auch wenn er aus dem russischen Budget finanziert wird und in den USA eine alternative Informationsagenda bietet. Also es ist eine Aufgabe, einen alternativen Informationsraum zu schaffen. Und weiter heißt es, wir geben eine Position, eine Alternative zum Mainstream, und damit erarbeiten wir unser Auditorium. Und das Auditorium von RT in den USA sind vor allem Linke und andere Kämpfer des Systems. Und nach den Worten Simonians ist das die Ressource, die Russland nutzen sollte während des nächsten Informationskrieges, um diesen nicht wieder zu verlieren, wie es aus ihrer Sicht im Jahr 2008 in Südossetien geschehen ist. Also das ist eine ganz wichtige Stelle, wo Sie sehen, was die Aufgabe und Strategie ist, die Gegner und Kritiker des Systems, also in den USA vor allem Linke und andere Kämpfer des Systems, als Ressource zu gewinnen im Informationskrieg. Und ich werde Ihnen jetzt einige Beispiele zeigen. Und Sie werden sehen, wie sich das eben als roter Faden durch die gesamte Arbeit von RT Deutsch und auch Sputnik News hindurchzieht, wie diese Unzufriedenen, die Kämpfer gegen das System, also Linke, Rechte und andere, gewonnen werden als Ressource. Ja, aber zunächst erstmal einen kleinen Überblick. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass es einige Neuerungen zu verzeichnen gibt, also sowohl bei Sputnik News als auch bei RT Deutsch. Zum ersten hat der Name gewechselt, aus RT Deutsch ist RT.de geworden. Und aus Sputnik News SNA News. Es gibt auch einen Wechsel der Chefredakteure. Herr Iwanowski hat mir persönlich geschrieben, dass ich ihn jetzt bitte nicht mehr Büroleiter nennen soll. Das ist jetzt der Herr Feoktistov, den Sie hier auf dem Foto sehen. Also das ist jetzt der aktuelle Chefredakteur. Ja, auch das Layout hat sich verändert. Also es ist sozusagen seriöser geworden und meiner Ansicht nach versucht man so eben, sich den Anschein eines seriösen Nachrichtenportals zu geben. Ähnliches trifft für RT Deutsch zu, jetzt wie gesagt RT.de. Auch hier ein Relaunch des Layouts zu sehen und auch ein Wechsel der Chefredaktion. Herr Radionov ist noch weiter als Redakteur auch tätig und als Kommentator, aber die Position des Chefredakteurs wird jetzt von Frau Dinara Toktosunova bekleidet, die Sie hier im Bild sehen und die im Personalunion auch die Videoagentur Rapti leitet. Also sie ist hier in beiden Unternehmen präsent. Also das zu den Neuerungen, Name, Layout und Chefredakteur. Ja, und die Überschrift sehen schon bald live im Fernsehen. Also Anfang des Jahres hat dann RT.de in einem Interview, hat Frau Dr. Sunova mit der Berliner Zeitung dann angekündigt, dass RT in diesem Jahr nun auch live an den Start gehen wird. Also nicht nur als Online-Sender zu konsumieren ist, sondern eben als
gewöhnlicher Fernsehsender. Das soll noch bis Ende des Jahres passieren. Und dazu sehen Sie auch, dass das Budget von RT und Gracia Civonia erheblich aufgestockt worden ist. Wenn Sie hier die Entwicklung in den vergangenen Jahren sehen, also ich beobachte das ja, wie gesagt, seit 2014, seit 2015 hier für Sie aufgeschrieben. Und hier sehen Sie einen eklatanten Zuwachs. Also die schwarzen Säulen ist das gemeinsame Budget von RT und Gracia Civonia. Also Gracia Civonia ist der Betreiber von Sputnik News bzw. SNA. Hat sich also von knapp 430 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf etwa 588 Millionen Euro im laufenden Jahr erhöht. Also es ist schon ein erheblicher Quantensprung. Und ich denke, der hängt auch damit zusammen, dass eben jetzt hier in Berlin dieser Live-Sender an den Start gehen soll. Ja, jetzt möchte ich Ihnen zwei Themen näher bringen. Zum einen geht es um die Beeinflussung der Politik in Deutschland, also konkret um die Einflussnahme vor Wahlen. Und das zweite Thema ist die Dokumentation der Berichterstattung zum Thema Corona-Krise. Das, denke ich, ist nach wie vor sehr aktuell. Deshalb habe ich das auch als Thema gewählt, um Ihnen jetzt hier die Berichterstattung zu dokumentieren. Also beginnen wir mit der Berichterstattung vor den Wahlen. Moment, jetzt hatte ich noch vergessen, bevor ich damit beginne, wollte ich auch noch mal betonen, dass es sich bei RT und SNA eben nicht um unabhängige Kanäle handelt, wie behauptet wird, sondern dass diese, wie gezeigt, vom russischen Haushalt finanziert werden und auch von der Präsidialverwaltung direkt kontrolliert werden. Und hier berufe ich mich auf Recherchen der russischen Plattform Projekt, die diese veröffentlicht haben zum Thema Alexei Gromov. Sie sehen hier links im Bild mit Präsident Putin. Das ist also der stellvertretende Leiter der Präsidialadministration, der also direkt für die Medien zuständig ist. Hier sehen Sie also die Kollegen von Projekt haben hier diese schöne Grafik aufgebaut, wie sich also dann die führenden Medienvertreter zu wöchentlichen Sitzungen in der Präsidialadministration sammeln, wer also da anwesend ist. Und hier sehen Sie also auch Russia Today links und die Chefredakteurin Margarita Simonian. Und sie ist sogar nicht allein vertreten, sondern auch mit ihrer Schwester Alisa und ihrem Ehemann, die also auch wichtige Funktionen vor allem bei PR-Projekten ausüben. Ja, sind sehen noch einige andere Medienvertreter, aber hier, da es ja jetzt hier um die Auslandsberichterstattung geht, konzentriere ich mich auf Frau Simonian. Die ist nämlich Chefredakteurin von RT und gleichzeitig auch von Gracia Civonia. So, jetzt komme ich aber zum Thema Wahlen. Beginne ich mit der Bundestagswahl 2017. Hier habe ich an einem Wahlbeobachtungsprojekt der Land School of Economics teilgenommen, das von Peter Pomerantsev und Anne Applebaum geleitet worden ist, die als Desinformationsexperten auch bekannt sind. Wir haben also die Berichterstattung vor den Wahlen beobachtet und das Ganze wurde dann auch technisch ausgewertet, um die Tendenzen in der Berichterstattung analysieren zu können. Und hier sehen Sie also die verschiedenen Themen und rot und rosa ist jeweils die negative Tendenz und positiv ist blau bzw. hellblau. Und hier sehen Sie also, dass die deutsche Regierung und insbesondere die Kanzlerin sehr negativ dargestellt worden ist. Und die Parteien, die hauptsächlich positiv dargestellt worden sind, sind vor allem die AfD und die Linke. Also insbesondere zur Kanzlerin wurde eine ganze Reihe an negativen Berichten veröffentlicht. Das war also eine ganze Kampagne, die ich ausführlich in meiner ersten, also in meiner zweiten Studie von 2018 dargelegt habe. Also wer da Interesse hat, kann sich da auch gerne weiter informieren. Mir geht es aber jetzt um die Kontinuität zwischen den Wahlen und schauen wir also weiter auf die Regionalwahlen in Bayern. Hier berufe ich mich jetzt auch auf die Forscher in London, insbesondere eben der LSI.
und das Institute for Strategic Dialogue. Also es sind Kooperationspartner, die auch hier die Berichterstattung wieder ausgewertet haben. Zu Thema RT Deutsch haben sie festgestellt, dass da im Jahr keine Partei favorisiert worden ist, man sich aber weiter auf dieses Anti-Merkel-Narrativ konzentriert hat und das Thema Migrationspolitik, also es wurde immer sehr ausführlich behandelt. Sputnik hingegen hat wieder in seiner Berichterstattung hauptsächlich die Parteien AfD und Linke bedacht, wie Sie hier sehen. Insgesamt sind die Zahlen sehr niedrig, was damit zusammenhängt, dass die Regionalwahlen in Bayern insgesamt kein übermäßiges Thema waren in den russischen Staatsmedien und mehr als Votum für oder gegen Merkel interpretiert worden ist. Deshalb lag eben der Schwerpunkt auf diesem Anti-Merkel-Narrativ. Ja, interessant ist auch ein Blick auf die Agentur Internetanalyse zu werfen, bekannt als Trollfabrik in St. Petersburg. Hier sind jetzt die Twitter-Aktivitäten ausgewertet worden von den Kollegen der Cardiff University. Und hier können sich die Entwicklung der Accounts und Twitter anschauen in den verschiedenen Sprachen. Und das sind die Tweets, die allein jetzt zum Thema Europa und Wahlen verschickt worden sind aus St. Petersburg. Also allein zu diesem Thema. Und hier sehen Sie dann in der Sprachgruppe Deutsch, dass sich da die Anzahl auf knapp 15.000 vervielfacht hat, um ein 35-faches. Und Deutsch also an dritter Stelle steht bei den Sprachen hinter Englisch und Russisch. Also hier sehen Sie, dass Deutschland auf jeden Fall auch bei den Twitter-Aktivitäten zu den interessantesten Zielen in Deutschland gehört. Ja, das ist zum Thema Wahlen und Berichterstattung vor den Wahlen und Einflussnahme. Jetzt möchte ich Ihnen gerne einen weiteren ausführlichen Themenkomplex vorstellen, die Corona-Krise, wie darüber berichtet wurde. Ich denke, das ist interessant, weil es nach wie vor aktuell ist und eben auch ein sehr umstrittenes Thema ist. Hier begann RT Deutsch mit diesem, denke ich, mittlerweile sehr bekannten Video bei YouTube über Corona, die Epidemie, die nie da war. Es war also ein sehr populäres Video, das aktuell 910.000 Aufrufe zu verzeichnen hat, also denke eine beachtliche Größenordnung. Hier ging es vor allem darum, die Epidemie generell zu leugnen. Es hieß also, dass sie überhaupt nicht existent ist. Also Herzstück dieser Sendung bei RT Deutsch war also dieses Interview mit einem Arzt, der also bestätigte, dass die Epidemie nicht existiert. Und es wurde da eben gemutmaßt, dass sie nur dazu dient, damit Politiker ihre Macht erhöhen können. Insgesamt war die Sendung so aufgebaut, dass die Zustände in Deutschland als Katastrophe beschrieben worden sind. Also die Einleitung hieß schon, es gibt keinen Krieg, es gibt Corona. Und mit martialischen Beschreibungen, wie also Bürger von der Polizei drangsaliert worden sind, wurde also diese Sendung illustriert. Und mit der Häufung der Wörter Krieg, Krise und Katastrophe dann eben auch eine entsprechende Stimmung geschaffen. Wichtig ist bei diesen Sendungen von RT Deutsch bzw. RT.de auch immer der Schluss und die Schlussfolgerung, die dann meistens darauf hinausläuft, dass gemutmaßt wird, dass das System vor die Wand fährt und kollabiert. Es ist also eine Prognose, die man häufiger bei den russischen Staatsmedien hören und lesen kann. Also in dem Fall ist dann einfach auch eines sogenannten alternativen Mediums zitiert worden, der also in dem Fall Frank Höfer von Nuoviso, der sagte, wir fallen mit vollem Karacho gegen die Wand, der Systemcrash ist in vollem Gange. Also es ging darum, auf der einen Seite eben die Regierung und die Behörden als unfähig zu porträtieren, der Lage Herr zu werden und der Probleme und eben sozusagen dieses Chaos-Szenario zu beschreiben. Ähnlich auch Sputnik.
die also auch zahlreiche Berichte zum Thema Corona brachten, in dem auch katastrophale Verhältnisse skizziert worden sind, wie zum Beispiel in diesem Bericht hier. Können also auch Schusswaffen einsetzen, um die Bürger dazu zu zwingen, in Quarantäne zu bleiben. Das habe ich überprüft, das ist nicht möglich. Also hier ein klarer Fall von Falschdarstellung, aber passt eben thematisch auch in diese Richtung. Und wichtig ist eben auf der einen Seite diese katastrophalen Zustände in Deutschland zu beschreiben und in Europa und auf der anderen Seite eben Russland als positives Beispiel dagegen zu setzen. Also sehr breit in den Medien dargestellt war also diese Hilfsaktion für Italien. Das war im März diesen vergangenen Jahres. Aktuell geht es vor allem auch um den Impfstoff Sputnik 5, wie Russland also da dem Ausland hilft. Um da dieses positive Gegenbild zu illustrieren, wird eben vor allem auch dann gerne der Präsident Putin präsentiert, hier in einer Bilderreihe als Krisenmanager im Schutzanzug. Und das muss ich sagen, diese Gegenüberstellung von katastrophalen Verhältnissen in Deutschland auf der einen Seite, unfähiger Regierung und auf der anderen Seite von dem effektiven Krisenmanager Putin und dem funktionierenden System in Russland ist eben kein Zufall, sondern das zieht sich durch die Berichterstattung der letzten 6 Jahre. Also es werden systematisch Krisen genutzt, um diese Gegensätze aufzubauen. Auf der einen Seite die defekte, nicht funktionierende Demokratie und auf der anderen Seite die effektive Autokratie mit Präsident Putin an der Spitze. Hier auch nochmal ein aktuelles Beispiel zum Thema Corona von SNA. Also da gibt es den alternativlosen Podcast Basta Berlin mit Kanzler Schröder im O-Ton als Einstieg. Und hier sehen Sie also sozusagen typische Elemente, als zum einen sich eben um die sich über die traditionellen Medien in Deutschland in dem Fall lustig zu machen, indem das hier so als Konsens-TV dargestellt worden ist. Auf der anderen Seite aber eben die Krise auch weiter nicht ernst zu nehmen. Also da wird so, machen sich dann über diesen Goldfisch lustig, der gestorben ist. Allerdings muss ich sagen, dass jetzt hier eine Gratwanderung und ein Themenschiff zu verzeichnen ist. Also mittlerweile wird die Epidemie als solches nicht mehr geleugnet, wie es am Anfang der Fall war, sondern es heißt nach wie vor, dass die Maßnahmen, also es wird suggeriert, dass die Maßnahmen unsinnig und überzogen sind. Das ist also die Linie, die weiter verfolgt wird. Und vor allem die zweite Linie ist eben weiterhin die Bürger als Opfer. Die Deutsche Welle, Frau Spahn, Frau Spahn, ja? Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich bekomme eine Rückmeldung, dass kein Ton da ist. Vielleicht können Sie es noch einmal mit Ihren Kopfhörern versuchen. Ja, das ist natürlich schlecht. So, hören Sie mich jetzt besser?
Also ich höre Sie auf jeden Fall, aber wir versuchen es jetzt noch mal und gucken, was das Publikum sagt. Ja, also dann warte ich auf die Rückmeldung. Bin ich jetzt zu hören oder? Ja, jetzt klappt es wieder. Super. Ja, gut. Kann ich jetzt damit weitermachen oder ist jetzt viel verpasst worden? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ab hier wieder weitermachen. Ja, gut. Also ich bin jetzt bei der Reichweite. Zum einen bei den Followern bei Facebook. Hier sehen Sie die Nutzerzahlen vom Februar und sehen, dass SNA bei knapp 220.000 Followern liegt. RT.de hat eine recht gute Performance mit 580.000 und hat hier also auch den deutschen Dienst der Deutschen Welle bereits überholt. Allerdings ist es noch weit entfernt von dem Branchenführer Spiegel Online mit 2 Millionen. Rechts sehen Sie die neuen, also neu sind sie ja nicht mehr, von 2018 gegründet, diesen Social-Media-Firmen Redfish und Mavic. Also Redfish sehen Sie auch recht populär, über 800.000 Follower. Und insbesondere In The Now, das ist ein Kanal, der von Mavic Media betrieben wird, mit über 5 Millionen Follower. Hier ist aber zu sagen, dass Redfish und In The Now eben auf Englisch laufen und sich insofern auch an ein internationales Publikum wenden. Hier nochmal zu der Reichweite auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wiederum von rt.de sind Sie im blauen Balken und SNA rot. Und wenn Sie da die Nutzer zusammenzählen von Facebook, YouTube, Twitter, Telegram, EasyCounter ist also direkte Zugriff auf die Seite, Instagram, sehen Sie, dass also rt.de auf mehr als 1 Million Nutzer kommt. Also ich denke, das ist eine beachtliche Größenordnung. Und SNA auf knapp 327.000. Ja, das zur Reichweite. Jetzt hatte ich ja auch die Gelegenheit, vielleicht auch manche von Ihnen diesen Spiegelartikel zu lesen über rt.de, der erschienen ist. Und hier habe ich dann auch nochmal die Rückmeldung bekommen, dass insbesondere die Berichterstattung über Corona bei den Nutzern von rt.de besonders gut ankommt. Also hier hat man sich dann über besondere Zuwachszahlen gefreut. Es hieß also 41% Zuwachs in den ersten 9 Monaten von 2020. Und man habe da 14 Millionen Nutzer insgesamt erreicht. Also allein in den ersten 9 Monaten von 2020. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Ja, womit ich jetzt eigentlich schon am Ende wäre meiner Präsentation. Also ich möchte noch mal kurz ein Resümee ziehen. Sie haben also gesehen, wie ich versucht habe, an der Corona-Krise zu zeigen, wie Krisen genutzt werden, um zu polarisieren und hier sozusagen die Verhältnisse in Deutschland sehr negativ und die Demokratie als defekt und vor dem Kollaps stehen zu kennzeichnen. Auf der anderen Seite aber das positive Bild Russland und des russischen Präsidenten dem gegenüber zu stellen. Es geht hier klar darum, eben ein positives Bild von Russland zu verbreiten und den russischen Einfluss auszudehnen. Dann habe ich Ihnen auch gezeigt, dass die russischen Medien, die sich eben regelmäßig als unabhängige Alternative präsentieren, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Einmal, weil sie eben vom russischen Staatshaushalt finanziert werden und zum Zweiten aber auch, weil sie direkt aus der Präsidialverwaltung kontrolliert werden. Das habe ich Ihnen an dem Turm von Gromov gezeigt, der Kollegen von Projekt. Und ich habe Ihnen auch gezeigt anhand der Einflussnahme auf die Wahlen und bei Corona, dass es eben darum geht, die Gegner des Systems zu mobilisieren und mit der Berichterstattung anzusprechen. Also vor den Wahlen sind das vor allem die Parteien AfD und die Linke. Und jetzt bei der Corona-Krise vor allem die Corona-Skeptiker und Gegner der Corona-Maßnahmen, der sogenannten Querdenker, die hier mit der Berichterstattung besonders angesprochen werden. Und dass es hier darum geht, diese Unzufriedenen eben als Ressource im Informationskrieg zu mobilisieren, wie Frau Simonian eben
wie ich Ihnen eingangs gezeigt habe mit dem Zitat von Frau Simonyan. Ja, ich denke also, dass anhand dieser Punkte deutlich geworden ist, was ich Ihnen damit sagen möchte, dass also das Ziel des Informationskrieges unsere Demokratie ist. Also es geht darum, mit der Berichterstattung hier unsere Demokratie anzugreifen und zu unterminieren. Ja, vielen Dank. Dann diskutiere ich das gerne mit Ihnen jetzt anschließend. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Spann, für diese Einführung in die Thematik Waffen im Informationskrieg. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen in die Chats zu posten und wir werden versuchen, darauf einzugehen. Ich habe zunächst eine Frage an Sie, Frau Spahn, und zwar haben Sie ja eingangs erwähnt, dass SNA und RT Deutschland von russischem Haushalt finanziert werden. Also Sie sind demnach nicht unabhängig. Wie kann es dann sein, dass seit Wochen in den Medien diskutiert wird, ob RT Deutschland eine Sendelizenz in Deutschland bekommt? Also ist das ein Szenario, was wirklich real werden könnte? Ja, das ist eine interessante Frage. Darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Die Diskussion ist ja nicht neu. Also es war schon bereits vor ein paar Jahren die Debatte darüber. Da ging es darum, dass der damalige MDR-Chefredakteur Herr Kempenich dabei behilflich sein sollte, eine Lizenz für RT Deutsch, sozusagen die Bewilligung der Lizenz zu ermöglichen. Das hat aber nicht geklappt. Vor allem deshalb, weil die Gesetzeslage in Deutschland eben so aussieht, dass staatlich finanzierte Sender hier im Inland nicht senden dürfen. Und ich denke, an den Voraussetzungen hat sich ja nichts geändert. Also die Finanzierung ist nach wie vor durch den russischen Staatshaushalt und an der Gesetzeslage am Rundfunkstaatsvertrag hat sich auch nichts geändert. Insofern sind die Voraussetzungen dieselbe. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie will RT.de das nun schaffen? Also es wurde ja groß angekündigt, das hatte ich erwähnt, in der Berliner Zeitung mit dem Interview. Und ich habe auch schon gesehen, dass jetzt Journalisten akquiriert werden. Es sollen etwa 200 neue Journalisten eingestellt werden. Und wie ich das verstanden habe, das Gebäude im Berlin-Adlershof soll auch erweitert werden. Also offensichtlich ist man da sehr entschlossen, das Ganze jetzt zu implementieren. Stellt sich nur die Frage, wie wird man jetzt nun diese Lizenzfrage lösen? Und diese Frage ist natürlich noch nicht geklärt. Also hier gab es Presseberichte, dass möglicherweise dann über Moskau gesendet wird, per Satellit, um das Rechtsproblem zu lösen. Oder was eben möglich ist, auch aus einem EU-Nachbarstaat. Also RT hatte ja interessanterweise auch im Wahljahr 2017, also man muss diese Aktion auch immer im Zusammenhang mit den Wahlen sehen. Wir sind ja nun auch im Wahljahr wieder. Und im Jahr 2017 war es auch so, dass wir vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich eben RT Frankreich an den Start gehen sollte. Das hat zwar nicht ganz zu den Wahlen geklappt, aber kurze Zeit später. Also man hat auch die Studio in Paris und möglicherweise ist es auch technisch aus Paris möglich. Also ich weiß nicht, wie man dieses Problem dann lösen wird. Das werden wir sehen, aber sagen wir mal, die Rechtsfrage ist immer oder das Rechtsproblem ist immer noch da und nicht gelöst. Und ja, also es ist ja, wird interessant sein, welchen Weg man da finden wird bei RT. Ja, vielen Dank. Wir haben hier auch eine sehr spannende und passende Folgefrage. Und zwar, wer sind die Nutzer hierzulande? Also ich gehe davon aus, wer sind die Nutzer von SNA und RT Deutschland? Und inwieweit gibt es Reaktionen auf Überführung? Also sprich, hier wird von Fake News gesprochen, wenn die RT Deutschland überführt wird und festgestellt wird, ja, das waren Fake News. Also welche Reaktionen gibt es eigentlich darauf seitens ja wahrscheinlich der deutschen Regierung oder der deutschen Medien? Ja, welche Reaktion gibt es auf die Fake News? Also es gab zumindest einige Berichte auch in den deutschen Medien, die sich dieser Frage gewidmet haben und die ähnlich wie ich auch eine Dokumentation gemacht haben über die
Berichterstattung, die eben sehr tendenziös ist und auch durchsetzt ist mit Fake News. Reaktionen, finde ich, gab es bislang eigentlich zu wenig. Ich denke, dass vor allem die Bundesregierung das Thema noch nicht ernst genug nimmt. Ich denke, es ist vor allem wichtig, mehr Transparenz zu schaffen. Es sollte also direkt auf der Staatsseite klar sein, dass man nun Inhalte konsumiert, die vom Staatshaushalt der Russischen Föderation finanziert werden. Denn bislang ist es entweder bei Sputnik und RT Deutsch nur der Fall, hinten auf der Seite über uns, da steht das bei RT Deutsch und bei Sputnik steht das, dass die Zentralredaktion in Moskau ist. Aber zum Beispiel bei Rapli steht es nicht. Da ist nur von einer internationalen Videoagentur die Rede. Wenn man da auf die Social-Media-Seiten geht, von den Social-Media-Firmen, Mavic Media, da ist sogar eine Adresse in Los Angeles angegeben und da wird suggeriert, man sei überhaupt ein amerikanisches Unternehmen. Bei Redfish ist eine Berliner Adresse angegeben. Also diese Transparenz ist bislang entweder gar nicht gegeben oder bei SNA und RT.de nur hinten auf der Seite, wo ich über uns bzw. im Impressum. Und da denke ich, macht sich auch nicht jeder Nutzer und Leser die Mühe, da immer hinten nachzuschauen. Also ich denke, es sollte mehr Transparenz geschaffen werden, vor allem bei den Firmen, die bislang so tun, als hätten sie mit Russland gar nichts zu tun, wie zum Beispiel Mavic Media. Ja, und wer das nutzt, das ist natürlich eine große Frage, die ich jetzt auch nicht abschließend beurteilen kann, da mir diese Nutzerdaten nicht vorliegen. Aber anhand der Berichterstattung gehe ich davon aus, dass diese vor allem bei rechten und linken Kreisen gut ankommt, da ja eben über diese Parteien entsprechend positiv berichtet wird. Angesprochen werden, denke ich, generell alle, die unzufrieden sind im Land, die das Vertrauen verloren haben in unsere Medien, Stichwort Lügenpresse, weil es ist ja auch der Anspruch der russischen Staatsmedien, sich als Alternative zu präsentieren. Wir heißen, zeigen euch also die Wahrheit, die die anderen verschweigen. Also ich denke, dass es bei den Leuten auch gut ankommt oder auch bei denen, die tatsächlich eine sehr gute Meinung über das russische politische System und insbesondere Präsident Putin haben. Also es gibt ja auch nicht wenige Anhänger von Präsident Putin hier im Land. Ich denke, dass es da auch gut ankommt. Ich hatte einmal die Gelegenheit, eine ehemalige Redakteurin von RT Deutsch zu treffen und die habe ich dann auch gefragt, wer schaut denn eigentlich jetzt ihr Programm? Und dann sagte sie ja hauptsächlich Ostdeutsche und junge Männer unter 25. Also bei diesen Gruppen scheint das offensichtlich auch populär zu sein. Aber letztendlich, ich habe keine Nutzerdaten, kann ich Ihnen das jetzt abschließend nicht beantworten. Vielen Dank. In Bezug auf die Nutzer habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar als Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland hier in Hessen ist das für uns natürlich sehr spannend, inwieweit RT Deutschland oder SNA eine gewisse Wirkung auf Deutsch-Ost-Russland hat, die ja tatsächlich doch der eine oder andere führt ja einen transnationalen Lebensstil. Haben Sie da Ergebnisse dazu erarbeiten können? Ja, wie Sie sagen, ist die Gruppe der Russischsprachigen in Deutschland ja sehr heterogen und auch die Sprachkenntnisse, die meisten, denke ich, sind bilingual. Also ich denke, dass Sputnik und RT genutzt werden. Da gibt es ja nur auch die russischsprachigen Versionen. Es wäre nach wie vor RIA Novosti und auch RT na Ruskom. Aber nach wie vor sind da eben auch die russischen Inlandssender aktuell, die eben nach wie vor über Kabel oder Satellit konsumiert werden können. Also die klassischen Sender wie Первый канал, Россия, НТВ und andere, die da Einfluss ausüben. Und ich denke, dass insbesondere vor Wahlen, und wir sind jetzt wieder im Wahljahr, die Gruppe der Russischsprachigen eine ganz besonders interessante Gruppe auch ist für die russische Medienarbeit. Das hat sich nämlich gezeigt in diesem LSI-Projekt vom Jahr 2017, dass hier eben auf ganz verschiedenen Kanälen die Russischsprachigen angesprochen wurden. Also nicht nur über die Auslandssender, sondern eben auch
direkt über die Inlandskanäle. Es lief also Wahlwerbung für die AfD in russischer Sprache auf den russischen Inlandssendern. Und es war auch interessant zu sehen, dass dann auch andere Medien auch in russischer Sprache für die AfD agitiert haben. Also da wurde eine Twitter-Bot-Fabrik in Nizhny Novgorod entdeckt, die also massenweise Tweets auch versendet hat zugunsten der AfD auf Russisch. Also hier kann man sehen, dass da die Medien versucht haben, die Gruppe der Russischsprachigen in Deutschland gezielt anzusprechen. Weil ja 2,1 Millionen Bürger der Russischsprachigen sind ja nun mal wahlberechtigt und das ist ja die größte wahlberechtigte Migrantengruppe in Deutschland. Und ich denke, dass man sich da in Russland dieser politischen Bedeutung auch sehr bewusst ist und das auch nutzen möchte. Und interessant wird natürlich sein, wie das jetzt in diesem Jahr laufen wird und wie die Russischsprachigen in diesem Jahr angesprochen werden. Also da bin ich schon gespannt. Ja, in Anbetracht der Wahlen ist natürlich auch ganz spannend zu wissen, wie man sich vor Desinformation tatsächlich auch schützen könnte. Haben Sie da vielleicht Tipps? Ja, ich denke, zum einen sollte, was ich schon sagte, die Transparenz auf jeden Fall verbessert werden. Da, denke ich, sind auch unsere Medienaufsichtsbehörden gefragt. Auf der anderen Seite eben klassisch Medienkompetenz fördern. Ich denke, das ist auch eine Aufgabe, die stärker in den Schulen angegangen werden sollte. Jetzt nicht nur in Bezug auf die russischen Plattformen, sondern generell. Es sind ja viele Plattformen mit zweifelhaften Inhalten zugänglich. Also die Kompetenz sollte vermittelt werden, wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich tendenziöse Berichterstattung oder wie mache ich Fact-Checking und überhaupt der Umgang mit Medien. Also ich denke, die Medienkompetenz sollte auf jeden Fall auch in der Schule schon gestärkt werden. Das wäre eine wichtige Aufgabe. Ja, vielen Dank. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, dass Medienkompetenz wirklich sehr wichtig ist. Natürlich ist das sehr schwierig und man hat auch nicht immer die Zeit, nach den Quellen zu suchen, was ja noch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Man bekommt die Nachrichten über unterschiedliche Plattformen, geschlossene Gruppen auch. Also wir haben ja auch eine ganz starke Tendenz zu geschlossenen Gruppen. Die Leute ziehen sich so langsam aus dem öffentlichen Raum, zum Beispiel Facebook, zurück und gründen eigene Gruppen. Und da besteht ja auch oft die Gefahr, dass politische Monokulturen entstehen. So, hatten Sie da während Ihrer Recherche Berührungspunkte damit? Also inwieweit auch RT Deutschland vielleicht damit mitmischt? Also ich habe festgestellt, dass es diverse Facebook-Gruppen tatsächlich gibt, zum Beispiel deutschen Freunde von Wladimir Putin und andere. Das sind tatsächlich dann so geschlossene Gruppen, die sehr einseitige Informationen teilen, wo eben auch die russischen Staatsmedien sehr gerne geteilt werden. Ja, ich denke, das ist ein Problem, weil man natürlich davon ausgeht, wenn man jetzt was sieht in einer Gruppe, der man insgesamt Vertrauen geschenkt hat oder von Freunden eine Nachricht bekommt, dass man erstmal denkt, na klar, das stimmt natürlich. Aber ja, ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber ich denke, man sollte eben nicht allem trauen. Und wenn einem irgendwas komisch vorkommt, denke ich, wäre es auf jeden Fall nochmal gut, den Gegencheck zu machen, das nochmal zu googeln und nochmal zu sehen, was ist denn noch erschienen zu dem Thema. Es war ein bisschen zeitaufwendiger, aber tja, besser als jetzt jeder Unsinnsnachricht auf den Leim zu gehen, natürlich. Ja, genau, also sprich, vielleicht ein-, zweimal nochmal hinterfragen und vielleicht nochmal selber ja, nachhorchen, woher die Informationen kommen. Wir haben hier eine Anmerkung und zugleich Frage aus dem Chat, und zwar Anne Appelbaum, US-amerikanische Historikerin, nennt Gerhard Schröder einen pro-russischen Lobbyisten. Was halten Sie davon? Ja, ich denke, dass Frau Appelbaum da vollkommen recht hat, und ich bin im Übrigen derselben Meinung, weil Herr Schröder wichtige Posten bekleidet in russischen Energieunternehmen, Rosneft, Gazprom, auch bei dem Pipeline-Unternehmen, das jetzt die Pipeline, ist ja ein großes Politikum, jetzt der zweite Strang, Nord Stream 2, und der im Prinzip schon zu seiner Amtszeit auch den Bau dieser Pipeline vorangetrieben hat. Also hier sehe ich sehr stark, dass er russische
Interessen vertritt. Er gibt das natürlich als deutsche Interessen aus, aber ich bin der nicht der Ansicht. Und ich denke, das Problem ist auch oft, dass Herr Schröder dann eingeladen wird als Russland-Experte oder als Russland-Experte befragt wird und da seine Ansichten zu Protokoll gibt, wobei es dann ja meistens darum geht, die doch recht aggressive russische Außen- und Innenpolitik, sei es nun die Vergiftung von Nawalny oder der Krieg in der Ukraine oder in Syrien, also diese Politik zu beschönigen oder eben dann vor Russland-Bashing zu warnen. Und ich denke, das ist natürlich eine sehr durchsichtige Aktion, weil er eben schon von diesen russischen Energieunternehmen bezahlt wird. Das Problem ist eben oft nur aus meiner Sicht, wenn er eben diese Medienauftritte hat, egal ob im Fernsehen oder anderswo, dass es dann leider eben nicht immer erwähnt wird, dass Herr Schröder diese Position bekleidet und da auch bezahlt wird. Ich denke, das ist ein Problem und das betrifft ja nicht nur Herrn Schröder, es betrifft auch andere Personen, die da mittlerweile von russischen Energieunternehmen bezahlt werden, also wie zum Beispiel auch die ehemalige österreichische, das betrifft nicht Deutschland, aber es fällt mir jetzt gerade als aktuelles Beispiel ein, weil sie ja nun bekannt dafür geworden ist, dass sie mit Putin bei ihrer Hochzeit getanzt hat, also die ehemalige österreichische Außenministerin Kneißl, die jetzt also auch einen Posten im Aufsichtsrat von Rosneft bekommt und da auch 500.000 Dollar im Jahr verdient. Also ich denke, das ist kein schlechtes Salär. Und Frau Kneißl beispielsweise ist auch Kolumnistin bei RT. Also da sehen Sie, dass sich dieser Einsatz dann für russische Interessen finanziell auch lohnt. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich hoffe, die Frage konnte damit beantwortet werden. Also es gibt ja doch tatsächlich sehr viele offensichtliche Fakten, wie RT Deutschland agiert. Welche Reaktion oder welche Strategien hat denn Deutschland auf diese Desinformation? Also was gab es vielleicht in der Zukunft und was wird geplant? Also gibt es irgendwelche Reaktionen? Ja, bislang sehe ich nicht, dass Deutschland da Strategien entwickelt hat. Also die EU hat Strategien entwickelt. Also zum einen hat sie ja eben diese Taskforce, die ja auch den Bericht veröffentlicht hat zu Deutschland jetzt aktuell, seit Jahren zu dem Thema arbeitet. Die EU hat auch ein Aktionsprogramm entwickelt für Maßnahmen in den Mitgliedsländern, die eben gewisse, also was ich schon genannt habe, Medienkompetenz fördern, Journalisten stärken und andere, die also dann in den Ländern umgesetzt werden müsste. Also ich weiß nicht, inwieweit das schon der Fall ist. Ich habe da jetzt bislang nicht viel von gehört. Es wurde auch ein Rapid Alert System geschaffen, also ein akutes Informationssystem zwischen den Behörden, dass man sich also rechtzeitig informieren will über Desinformation. Also ich denke, dass da von der EU ausgehend einiges getan wurde. Von Deutschland sehe ich da bislang leider keine Initiativen. Im Gegenteil, also ich persönlich finde es sehr fragwürdig, wenn auch immer wieder Minister der Bundesregierung insbesondere RT Deutsch exklusive Interviews geben, wie eben der ehemalige Außenminister Gabriel zum Beispiel oder auch Frau Barley. Ich denke, das ist sehr fragwürdig, weil sie damit, ich meine, es ist natürlich immer wichtig, den Dialog zu Russland zu pflegen, aber dadurch legitimieren sie natürlich RT Deutschland als normales Medium, was es eben de facto einfach nicht ist. Und wir sollten uns klar sein, und ich hoffe, dass ich das gezeigt habe in der Kürze, hat jetzt nicht so viel Zeit, dass die Berichterstattung klar darauf abzielt, hier die Demokratie anzugreifen, unser System als defekt darzustellen und auf der anderen Seite eben das autoritäre System in Russland sehr positiv und das dann eben noch als alternative Meinung zu verkaufen. Also ich meine, das ist zugegebenermaßen schon ein guter Marketing-Trick, dass man die offizielle Meinung der Russischen Föderation als alternative Meinung verbreitet. Kommt ja offensichtlich auch bei gewissen Kreisen gut an. Aber es ist natürlich Etikettenschwindel. Vielen Dank. Ich hatte anfangs einige Zahlen des aktuellen EU-Berichtes erwähnt. Also das ist
passt sehr gut zu Ihrer Antwort. Also wir haben ja 700 Mal Angriffe von russischen Medien dort festhalten können. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das doch relativ sehr hoch. Warum ausgerechnet Deutschland? Also was sind die Motive hinter dieser russischen Desinformationspolitik und warum wird Deutschland ausgepickt aus den europäischen Ländern? Ich denke, dass Deutschland ein wichtiger Fokus ist. Also in Europa nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich und Großbritannien. Hier betreibt RT ja schon eigene Studios, wie ich schon erwähnt habe. Aber Deutschland ist natürlich sehr wichtig, zum einen, weil es eben das wirtschaftlich stärkste und bevölkerungsreichste EU-Land ist, also einfach von der Bedeutung in der EU. Dann als Wirtschaftspartner. Der bilaterale Handel ist bedeutend oder war es zumindest noch vor einigen Jahren. Auch wurden zahlreiche und bedeutende Investitionen getätigt in Russland. Also vor der Krise waren 6.000 deutsche Unternehmen mit Investitionen dort vertreten. Mittlerweile sind es etwa 5.000. Und umgekehrt ist Deutschland eben auch sehr wichtig als Abnehmer für russisches Öl und Gas. Und hier sind wir dann auch wieder bei der Pipeline. Also ist Deutschland als Wirtschaftspartner eben sehr wichtig in Europa und eben auch politisch gesehen natürlich, weil Deutschland ein wichtiger Akteur auch in der EU ist. Und hier ist es dann eben wichtig, Einfluss zu nehmen. Insbesondere geht es auch um die Sanktionsfrage. Und eben auch um Wahlen, wie ich gezeigt habe. Also ist Deutschland da auf jeden Fall ein sehr wichtiger Akteur und deshalb eben auch im Fokus dieser Desinformationskampagne. Ja, neben dieser ja, politischen und wirtschaftlichen Destabilisierung von Deutschland verfolgen russische Medien auch teilweise eine gesellschaftliche Destabilisierung. Also es wird oft in russischen Medien suggeriert, dass Russen und Christen in Deutschland unterdrückt werden würden. Also damit wird ja ein Nährboden vor allem für antimuslimischen Rassismus generiert und für andere Diskriminierungsformen. Sind Sie auch darauf gestoßen bei Ihren Recherchen für die Studie? Ja, ich denke, das ist auch ein sehr problematischer Aspekt der Berichterstattung, den ich auch seit Beginn von RT Deutsch hier 2014 sehe. Am Anfang, als die Flüchtlingskrise noch sehr akut war, gab es eigentlich ständige Berichte von angeblichen Vergewaltigungen, kriminellen Akten. Es wurde suggeriert, dass hier also die öffentliche Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Dann nochmal Stichwort Verlieser. Ich denke, das brauche ich nicht weiter auszuführen. Das ist in der russlanddeutschen oder russischsprachigen Community sehr gut bekannt. Da wird gezielt versucht, diesen Hass zu schüren zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und auch Religionen. Und es zieht sich ja weiter fort. Also jetzt im Bericht der EU war ja zu sehen, wie ja wieder so ein Fall jetzt verbreitet wurde, allerdings nicht von Sputnik und RT Deutsch, sondern von den russischen Inlandsmedien. Diese Geschichte über die russlanddeutsche Familie, der nun das Jugendamt die Kinder entzogen hat wegen Gefährdung des Kindeswohls. Und da wurde da ja behauptet, dass das nun geschehen sei, um die Russen in Deutschland zu diskriminieren und es sei eben grundlos geschehen. Und ein Nachrichtenportal brachte dann sogar die Behauptung, das sei wegen Nawalny geschehen. Also es ist, denke ich, eine besonders absurde Begründung. Letztendlich muss dieser Fall, oder ich kenne natürlich auch nicht die Details von diesem Fall, aber ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass das Jugendamt einer Familie Kinder entzieht, einfach weil sie Russen sind oder Russlanddeutsch. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Fall ist, auf jeden Fall russischsprachig. Kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Und das ist ja das, was eben suggeriert wird, dass hier angeblich die Russen in Deutschland diskriminiert werden. Und ich meine, das ist ja nun ein altes Motiv, das wir auch aus der Ukraine kennen. Da sind dann auch angeblich die Russen und Russischsprachigen diskriminiert. Das geschieht eben mit der Zielsetzung, die verschiedenen Nationalitäten gegeneinander aufzuhetzen und eben allgemein Unfrieden zu säen. Das ist eben die Berichterstattung über Krisen, die werden eben gepusht, weil damit
kann man natürlich auch sehr gut polarisieren, aber eben auch solche Geschichten, ja, die eben auch sehr persönlich sind natürlich, wenn es darum geht, auch wie im Fall Lisa, dass nun ein kleines Mädchen da zu Schaden kommt, wo sich natürlich jeder Mensch dann auch gerne drüber aufregt. Also es sind solche Geschichten, die von den russischen Staatsmedien sehr gerne aufgegriffen werden, um da auch die Emotionen zu pushen. Also es ist eben auch so, geschieht so sehr auf emotionaler Ebene dann. Und ja, und mit der Zielsetzung eben hier sozialen Unfrieden zu schüren und zu verstärken. Danke Ihnen. Wir haben noch eine sehr interessante Frage aus dem Chat. Und zwar, wie erklärt sich, dass einerseits AfD-Rhetorik übernommen wird, also gegen Migranten, wie ich das eben angesprochen hatte, und andererseits aber auch Deutschland Linke attraktiv findet, also extreme Linke, gehe ich mal davon aus. Das müsste ja an sich unvereinbar sein. Ja, das ist in der Tat auch richtig und in der Tat ist auch ein Problem für RT Deutsch selber. Also ich habe gesehen, in den Anfangsjahren hat man noch sehr diesen Spagat versucht zwischen AfD und Linken. Aber auf Dauer ließ sich das nicht so richtig konsequent durchhalten, weil eben den Rechten war das dann nicht rechts genug und den Linken ging dann manchmal die Schelte der Migranten zu weit. Und zum Beispiel der Chefredakteur des Magazins Kompakt, Jürgen Elsässer, der also bekannt ist als rechter Hetzer und der auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der hat also auch einige Live-Interviews bei RT Deutsch im Studio gegeben. Und der hat sich dann zum Beispiel nachher furchtbar aufgeregt über die Medienarbeit von RT Deutsch und schrieb also in seinem Blog, Genosse Putin, setzen Sie die Redaktion von RT Deutsch ab. Also er war selber empört, weil ihm ging das eben nicht, war es nicht rechts genug. Ja, also und dieser Spagat war dann tatsächlich in der Praxis schwierig und die Entwicklung ist mehr in die rechte Richtung gegangen. Und ich denke, Ausgleich dafür, um dann mehr auch wieder die linken Kreise anzusprechen, hat man dann diesen Kanal Redfish geschaffen, der ja dann wiederum sehr links ist. Also da geht es dann um Polizeigewalt und so klassische linke Themen. Die werden jetzt also durch Redfish abgedeckt. Und da denke ich, ist die russische Medienarbeit ja auch sehr kreativ. Also es werden immer verschiedene Kanäle geschaffen, die verschiedene Kreise in der Bevölkerung abdecken sollen. Also während RT Deutsch, RT.de, ich muss mir erst einen neuen Namen gewöhnen, also eher so in die rechte Richtung abgedriftet ist, hat man dann für das linke Publikum Redfish geschaffen, dann für die eher unpolitischen und die Jugend in the Now. Also da wird vor allem Unterhaltung geliefert, irgendwelche Skandalvideos und aber eben auch sehr interessant, wie da quasi unbemerkt die politischen Botschaften zwischengemischt werden. Das habe ich zum Beispiel mal ein Video gesehen, da ging es dann um Rassismus in den USA. Und da wurde dann die Polizei kritisiert und dann mit dem Zusatz, ja, das machen sie alles, weil sie russophob sind. Also wo ich mich fragte, wo ist da der logische Zusammenhang? Aber es wird dann manchmal so auch etwas unlogisch auf jeden Fall beigemischt, die Kritik an dem angeblich russophoben Westen. Also man sieht auch, dass bei In the Now die politischen Botschaften da auf Linie sind oder die Kritik an Merkel und der Flüchtlingspolitik, das konnte man auch häufig sehen. Aber generell ist der Kanal eher unpolitisch und mehr so auf Unterhaltung gedreht oder eher unpolitische, die das eben so zum Zeitvertreib schauen. Und ja, das ist schon interessant. Im letzten Jahr haben wir ja dann auch gesehen, wie diese Fake-Plattformen dann geschaffen worden sind. Dieses Abendlich Hamburg, das ging ja auch durch die Medien, die also dann nochmal auch Fake News über Nawalny und andere Streitthemen gestreut haben. Und wo sich dann herausstellte, dass das auch ein ganzes Netz ist von Fake-Portalen in Europa, also in verschiedenen europäischen Ländern, die koordiniert werden von der Agentur Newsfront auf der Krim und die wiederum Kontakte und Verbindung zum Geheimdienst FSB hat. Also hier sieht man,
dass Russland da sehr kreativ ist, immer viel, verschiedene Formate zu schaffen, verschiedene Medien auch. Ja, da wird sehr kreativ experimentiert, würde ich sagen. Also Abendlich Hamburg ist ja nun mittlerweile abgeschaltet, nachdem das aufgeflogen ist, dass es eben kein richtiges Medium ist. Aber ich bin gespannt, was jetzt nochmal wieder Neues kommt. Also es kommt auf jeden Fall immer was Neues. Danke. Also man sieht ja auch tatsächlich, dass diese Strategien, diese medialen Strategien der Desinformationspolitik auf jeden Fall fruchten. Leider, muss man natürlich sagen. Und andererseits ist mir noch aufgefallen, dass die Informationspolitik der russischen Führung ja als ein Teil einer hybriden Kriegsführung bezeichnet wird. Und wir haben auch für unseren Titel den Begriff Waffen in der Informationspolitik gewählt. Das ist ein eher militärisches Vokabular, was hier genutzt wird. Also ist das wirklich möglich, durch diese Desinformationspolitik einem Land einen großen Schaden zuzufügen? Durch Fake News, durch Trolle, durch Einsatz von Bots? Ist das möglich, ein Land so stark zu destabilisieren? Ja, wie Sie schon sagen, ist ja die Desinformation nur ein Teil der hybriden Kriegsführung. Also ich habe mir die Konzepte der russischen Militärtheoretiker durchgelesen, die diese entwickelt haben. Zum Beispiel Anatoly Strelzow ist da einer, als ein Autor zu nennen, der dem russischen Sicherheitsrat auch angehörte oder als Berater tätig war, der diese Konzepte entwickelte. Und hier ist die Medienarbeit eben ein Teil. Ein anderer Aspekt ist eben auch, sind die Cyberattacken und andere Mittel der Unterwanderung, die angewandt werden. Und da ist eben auch ganz klar, dieser Terminus wird benutzt, Information der Wahl, der eben dann mit den verschiedenen Instrumenten durchgeführt wird. Und Medien ist eben ein Teil davon. Und ich denke, wenn dann die verschiedenen Teile der hybriden Kriegsführung, also Desinformation, Cyberattacken, militärische Mittel dann auch ausnutzen des Protestpotenzials der Bevölkerung, das hat ja auch Generalstabschef Gerassimow genannt. Hier möchte ich jetzt wieder an die Querdenker verweisen und Pegida, also wieder, dass die russischen Staatsmedien ganz klar diese Unzufriedenen ansprechen, um sie eben als Ressource zu mobilisieren. Da muss man sich klar werden, dass sie dadurch eben auch Teil dieser hybriden Kriegsführung werden. Das ist also da ganz klar vorgesehen. Ja, dann natürlich auch militärische Methoden, die sind ja Gott sei Dank bislang in Deutschland nicht zur Anwendung gekommen, aber eben in Georgien und in der Ukraine. Also ich denke, das ganze Sortiment zusammengenommen hat schon extrem destabilisierende Wirkung, wie man ja eben an der Ukraine und an Georgien und auch an Moldova, wo ja auch nach wie vor noch russische Truppen stehen, auch sehen kann. Also in Deutschland nur in Anführungsstrichen haben wir die Desinformation. Wir haben aber auch die Hackerangriffe auf den Bundestag, auf die Ministerien. Im Übrigen war das ja auch im Wahljahr 2017, dieser Angriff auf das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. Das ist dann interessanterweise erst Anfang 2018 publik geworden. Aber dieser Hackerangriff auf die Ministerien verlief ja auch im Bundesjahr im Jahr der Bundestagswahlen 2017. Also da sehen Sie da auch wieder das Zusammenspiel der Beeinflussung durch Medien und der Hackerangriffe. Also haben wir die Hackerangriffe, dann haben wir die Kooperation mit extremen Parteien, insbesondere Rechten in Europa. Also das Interesse der AfD an Russland ist ja auch offensichtlich. Sie sehen gerade, Frau Weidel ist in Moskau, vor 3 Monaten war Herr Chrupalla da. Also es ist eine rege Reisetätigkeit. AfD-Abgeordnete reisen ja auch regelmäßig und auch der Linken nach Russland oder auf die besetzten Gebiete Krim und im Donbass, um da Pseudowahlen zu legitimieren als angeblich demokratisch und fair. Also da wird ja auch kooperiert auf diesem Wege und nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, FPÖ und in Italien, Lega Nord, das ist Jedina Rossija. Also da wird dann kooperiert, das denke ich ist auch ein wichtiges Element. Wir ja eben über die Desinformation, aber es ist eben nur ein Teil des gesamten Kuchens sozusagen. Und Kuchen ist eigentlich
friedliches Bild. Okay, so ein Teil der Waffenkammer, sagen wir so, ein Teil der Waffenkammer ist die Desinformation, ja. Und wenn jetzt nun alle, sagen wir mal, Waffen aus der Waffenkammer zum Einsatz kommen, dann kann das schon sehr destabilisierende Wirkungen hervorrufen. Da haben Sie vollkommen recht. Und das ist tatsächlich auch sehr auffällig, dass die Aktivitäten in den Wahljahren steigen und sogenannte Krisen und Skandale auch vermehrt auftreten und unterstützt werden. Ja, und ich denke, dass eben RT.de jetzt just im Wahljahr live gehen will, ist natürlich auch kein Zufall. Also das haben wir in Frankreich gesehen, das geschah auch im Wahljahr 2017. Das ist natürlich klarer Zusammenhang. Vielen Dank. Also ich möchte zum Abschluss noch doch einen Kommentar reinnehmen. Und zwar haben wir, ja, ich glaube, das ist eher eine geäußerte Sorge. In 1941 sind die Russlanddeutschen von den Russen als Spionen bezeichnet worden. Also man spricht ja von diesem Generalverdacht, dass alle Russlanddeutschen Spione damals gewesen wären und wurden nach Sibirien, Kasachstan deportiert. Werden jetzt die Russlanddeutschen das wieder erleben müssen, diesmal in Deutschland? Also ich hatte das ja auch selber persönlich schon öfters gehört, jetzt sind hier die Russlanddeutschen die Putinisten und die fünfte Kolonne. Also die Russlanddeutschen sind irgendwie immer so zwischen zwei Fronten, hat man das Gefühl. Was denken Sie, was erwartet die Russlanddeutschen diesmal? Jetzt von Russland oder wie meinen Sie das jetzt? Aus Deutschland gesehen. Aus Deutschland gesehen. Ja, ich denke, dass generell die deutsche Gesellschaft noch zu wenig weiß über die Russlanddeutschen und die Russischsprachigen. Insofern ist das gut, dass sie diese Gemeinschaft haben und Bildungsveranstaltungen durchführen. Ja, also ich meine, Sie wissen, denke ich selber, und haben das ja mitbekommen in den 90ern, als die Immigration stattfand, dass ja natürlich hier dann auch viele das nicht besonders seriös aufgefasst haben, Witze gerissen haben nach dem Motto, das sind ja gar keine richtigen Deutschen, die da kommen. Also ich denke, da sind vor allem auch, ist hier die Bevölkerung gefragt, offener zu sein, sich mehr zu interessieren. Und ich denke, es war jetzt auch nicht besonders, wie soll ich sagen, gut für die russischsprachige Gruppe in Deutschland das Jahr 2017. Da waren eben einige, natürlich längst nicht alle, aber einige, die sich ja eben in der AfD engagiert haben. Und wir haben ja nach wie vor auch die Abgeordneten Waldemar Herd und Anton Friesen, die ja auch sehr aktiv sind, auch in Russland. Und ich denke, dass diese eher negativ hervorstechenden Personen natürlich dann das Bild der Russlanddeutschen in Deutschland gesamt sehr negativ beeinflusst hat. Und ich denke, da ist natürlich nicht richtig, jetzt alle in einen Topf zu werfen und zu sagen, jetzt sind alle irgendwie AfD-Anhänger und alle finden Putin toll. Das ist sicher nicht so. Aber auf der anderen Seite, denke ich, sollte man den Einfluss Russlands auch nicht unterschätzen. Und ich erinnere mich an die Wahlbefragung aus dem Jahr 2017. Da wurde ja gefragt, wen haben die Russischsprachigen gewählt? Da haben wir gesehen, erste Stelle immer noch CDU, aber dann zweite Stelle die Linke, dann AfD. Und interessant war ja dann auch noch die Frage, die auch bei dieser Wahlbefragung gestellt wurde, die Haltung zur Annexion der Krim. Und da hatten 60% immerhin der Russischsprachigen die Annexion der Krim befürwortet. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Zahl, die auch zu denken geben sollte. Ich meine, das ist jetzt auch schon jetzt 4 Jahre her. Und mich würde es interessieren, auch nochmal so eine Befragung durchzuführen, um zu sehen, wie das Bild heute ist. Ja, also ich hoffe natürlich, wenn jetzt heute nochmal so eine Frage gestellt werden würde, dass jetzt nicht mehr 60% das befürworten. Also ich denke, das ist so ein Prozess, der so von beiden Seiten ausgehen sollte, dass man sich aneinander annähert, dass man offen füreinander ist und vor allem ja auch nicht den russischen Staatsmedien zu sehr Glauben schenkt, die ja nach wie vor auch bei den russischsprachigen sehr einflussreich sind. Das stimmt, ja.
Vor allem aufgrund der Sprache natürlich auch. Ja, eben. Und da denke ich, bräuchten wir mehr russischsprachige Angebote. Und ich persönlich finde es auch sehr bedauerlich. Jetzt hatte ja der Bundestag debattiert, ein russischsprachiges Vollprogramm der Deutschen Welle zu beschließen, vor allem für Belarus. Aber ich meine, das könnte man ja dann sicher auch in Deutschland sehen. Das wurde ja dann leider abgelehnt von den Parteien, mit Ausnahme des Antragstellers FDP. Also ich denke, das ist natürlich schade. Und ich denke, es müsste noch viel mehr russischsprachige Alternativangebote auch geben. Also gut, wir haben ja eine große Pressevielfalt auch in Deutschland, aber da sind zu wenige qualitativ hochwertige Medien aus meiner Sicht. Was würden Sie denn abschließend ja, als Empfehlung an den Staat und vielleicht an Bildungsorganisationen in diesem Fall geben? Jetzt mit Bezug auf die russischsprachigen oder mit Bezug auf die russischen Medien? Ja, tatsächlich ist das natürlich zusammenhängend. Also vielleicht auch allgemein gesagt, also in welche Strategien können wir entwickeln, auch als gemeinnützige Organisation, als Non-Profit-Organisation, als Vereine. Also jetzt vielleicht sogar unabhängig von der Politik. Was müssen wir unterstützen, um ja vielleicht Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie auch aufklären zu können? Na, ich denke, im Prinzip müssen die Aktivitäten gestärkt und ausgeweitet werden, die es ja schon gibt. Also das, was Sie machen, eben Bildungsveranstaltungen, auch Rechtsberatung, das macht jetzt zum Beispiel in Berlin die Organisation Vision in Marzahn. Also ich denke, sowas ist sehr wichtig, dass die russischsprachigen Anlaufstellen haben, wo sie hingehen können mit ihren Problemen und ernst genommen werden und Hilfe bekommen. Also ich denke, dass dieses Netzwerk noch ausgebaut und gestärkt werden sollte, dass es einfach auch noch mehr Angebote gibt, natürlich auch Medien, wie ich schon sagte. Also ich finde, es bräuchte einfach noch viel mehr russischsprachige Alternativen zu RT, Sputnik, Первый канал und den anderen Angeboten, die Russland eben liefert. Einfach, weil ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass man sich, sagen wir mal, wenn man jetzt selbst noch der Migranten, der Zuwanderergeneration angehört, die selber noch in Russland oder in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion gelebt hat, dann hat es natürlich auch Nostalgiegründe, dass man das noch schaut, so aus der alten Heimat. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich denke, man sollte sich da klar sein, dass eben da eine klare politische Agenda hintersteht. Also das Schauen mit dem Bewusstsein, dass das mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist. Und wenn es darum geht, sich eben politisch zu informieren, also dass man da vielleicht besser andere vertrauenswürdige Quellen findet, wie eben seriöse russischsprachige Angebote oder eben dann noch deutschsprachige. Oder, naja, also wie gesagt, es müssten eigentlich noch mehr russischsprachige da auch geschaffen werden. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich als Bildungsreferentin der Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen nehme das natürlich zu Herzen und versuche das auch weiterhin ja, in Form unterschiedlicher attraktiver Bildungsmaßnahmen umzusetzen. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie uns diesen ja, Einblick gewährt haben in Ihre Studie und wünsche Ihnen natürlich nochmals ganz viel Erfolg für Ihren weiteren beruflichen Werdegang. Und freue mich über weitere Kooperationsprojekte mit Ihnen, Frau Dr. Spann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Moment, ich glaube, Sie hatten vergessen zu erwähnen, dass meine Studie ja auch auf Russisch erschienen ist. Ach ja, danke schön. Ja, genau. Also sie ist auf Deutsch und auch auf Russisch verfügbar und kostenlos auf der Seite der Naumann-Stiftung herunterzuladen. Also wenn Sie Interesse haben, sind Sie herzlich eingeladen, das auf Deutsch oder Russisch Sie möchten zu lesen. Würde ich mich freuen. Vielen Dank nochmal für diese Erinnerung. Ja, nochmal herzlichen Dank auch an die Zuschauer. Danke, dass Sie so aktiv waren, auch im Chat viele interessante Fragen an uns gestellt haben. Und ja, wir freuen uns, Sie auch beim nächsten digitalen Talk begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut, einen schönen Abend. Schönen Abend.